Es ist eine gespenstische Szene. Etwa 300 maskierte und schwarz gekleidete Rechtsextremisten marschieren gegen Mitternacht zum 1. Oktober am Fuß der Burg Stolpen durch die Innenstadt. Im Fackelschein grölen sie Parolen, werfen Böller und zünden Leuchtfeuer. Neonazis beherrschen etwa 20 Minuten lang die Innenstadt, ohne dass sie jemand daran hindert. Der Aufmarsch ist nicht angemeldet. Wer genau dahinter steckt, zunächst völlig unklar. Die Neonazis vom Aufmarsch in Stolpen kamen nicht nur aus Sachsen, sondern auch aus Brandenburg. Der gespenstische Umzug ist kein Einzelfall. Beim Verfassungsschutz in Potsdam beschäftigt man sich länderübergreifend mit dem Phänomen. Da ist eine Botschaft drin. Wir sind hier. Der Staat konnte uns nicht hindern. Wir beherrschen den Marktplatz in der Nacht und wir machen hier, was wir wollen. Diese Botschaft ist für die Bürger durchaus erschreckend. Und das hat etwas mit ihrer nationalsozialistischen Ideologie zu tun. Sie wollen ja Macht. Und das demonstrieren sie auch unter den Augen der Polizei. Ein Augenzeuge hat den unangemeldeten Aufmarsch in Stolpen aus einer anderen Perspektive gefilmt. Links im Bild ein Polizeiwagen. Doch die Maskierten marschieren unbehelligt weiter. Wir sind verabredet mit dem zuständigen Polizeisprecher. Der wertet den Einsatz seiner Beamten durchaus als Erfolg. Aufgrund der Kurzfristigkeit und der Überraschungseffekte, was man auch sagen muss, ist es uns trotzdem gelungen, von 10 Personen die Personalien festzustellen und auch gegen diese 10 Personen entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Personalien von 10 Personen. Und das bei 300 Teilnehmern. Hier in der Staatsanwaltschaft Dresden wird gegen diesen Personenkreis ermittelt. Ob die Beweise am Ende aufgrund des späten Eingreifens der Polizei wirklich für eine Anklage reichen werden, ist noch völlig offen. Die Akte ist seit ca. Mitte November bei der Staatsanwaltschaft Dresden. Wir müssen das umfangreiche Material zunächst mal prüfen und sichten. Also derzeit ist noch keine Anklage erhoben und es ist derzeit auch noch nicht abzusehen, wie lange die Ermittlungen bei uns noch laufen werden. Während die Ermittlungen auf unbestimmte Zeit laufen und erst einmal keine Sanktionen folgen, planen die Neonazis schon den nächsten Überraschungscoup. Die Kommunikation dafür findet hauptsächlich im Internet statt. Kurz nach dem Aufmarsch in Stolpen erscheint ein Video bei YouTube im Internet. Es ist nicht das erste. 1. Mai 2011. Nach einem Aufmarsch in Bautzen wird dieses Video zum Propagandaschlager und innerhalb kürzester Zeit tausendfach angeklickt. Die Videos sind mit der Internetseite Spreelichter verlinkt. Die Kampagne Werde unsterblich fordert auf, die Aktion nachzuahmen. Seit dem ersten großen Aufmarsch in Bautzen im Mai gab es bundesweit bisher 17 Aktionen, davon 8 allein in Sachsen. Der Verfassungsschutz beobachtet die Vorgänge zwar, kann aber kaum etwas dagegen unternehmen. Also Spreelichter ist überall präsent und der moderne Rechtsextremismus nutzt die sozialen Netzwerke sehr gekonnt. Ausländische Server bilden die Basis für diese Netzwerke. Das bedeutet, hier kommen die Behörden, die staatlichen Behörden, nicht ran. Wer steckt hinter den Maskierten? Viele Spuren führen in den Spreewald. Abgesehen von wenigen touristischen Highlights eine abgehängte Region, gezeichnet von Armut und Abwanderung. Die sozialen Probleme hier sind ein gefährlicher Nährboden für rechtsextreme Propaganda. Die zentrale Parole der Spreelichter: Die Demokraten bringen uns den Volkstod. Exakt liegen Informationen vor, dass einer der mutmaßlichen Schlüsselfiguren Marcel F. ist. Bereits 2005 hat er sich in einer Talkshow mit seinen völkischen Phrasen zu Wort gemeldet. Man kann doch die Entwicklung sehen. Wir sind ein sterbendes Volk. Die Demokraten haben doch die ganze Zeit nur das geschafft, was sie wollten. Dass wir heute ein Volk sind von kinderlosen Kreisen. Über die Seite Spreelichter versuchen wir, Kontakt zu Marcel F. aufzunehmen. Ein Fernsehinterview wird uns abgelehnt. Für die Spreelichter haben wir ganz klar eine Führungsperson in Marcel Forstmeier. Er ist ein geschickter Webdesigner, jemand, der diese Videos herstellt. Marcel F.
ist zwar laut Verfassungsschutz für die Spreelichter verantwortlich. Aber offenbar agiert das braune Netz so geschickt, dass es juristisch bisher nicht angreifbar ist. Bei der Staatsanwaltschaft Bautzen hatte man über ein halbes Jahr Zeit, zum Aufmarsch im Mai zu ermitteln. Das Ergebnis des Ganzen ist ernüchternd. Ein Großteil dieser Verfahren musste aus Mangel an Beweisen eingestellt werden. Es waren ja ca. 150 Teilnehmer geschätzt, möglicherweise sogar mehr. Und zunächst waren, also wenn es hochkommt, vielleicht ein Dutzend Polizisten vor Ort. Und das ist natürlich schlechterdings dann unmöglich, da Feststellungen zu treffen, wer hat da teilgenommen, wer hatte eine Maske auf, wer hat was gemacht, wer hat was gerufen womöglich. Weder die Teilnehmer der rechten Aufmärsche noch die Drahtzieher wurden bisher juristisch belangt. Und so machen sie weiter. Sogar am helllichten Tag. Wie hier in Döbeln.